Was haben wir hier denn noch? Hier liegen ja noch Zettel. Rückschlag von 999. Ich weiß, dass wir eine Abmachung hatten, aber in meinem Nebengeschäft gibt es richtig üble Probleme. Ich muss die Stadt verlassen. Ich glaube, ich habe deinen Schalter richtig automatisiert. Wenn du vor der Deadline zurückkommst, gegen die Unterdrückung. Wenn ich rechtzeitig wieder da bin, kümmere ich mich selbst drum. Pass auf dich auf. Räumungsbescheid. Räumungsnachricht. Günstige Immobilien craften. Letzte Warnung. Ja. Ja, wie geil. Räumungsbescheid. Und jetzt kommt das Event. Flavias Verschwinden. Liebe Flavia, wo steckst du nur? Das Pfandhaus ist schon seit Monaten geschlossen. Du hast gesagt, du würdest für eine Weile wegfahren. Ich muss immer wieder an dein Abschiedsessen denken und wie du da geredet hast. Etwas kam mir dabei nicht richtig vor. Geht es dir gut? Ist etwas passiert? Wenn du Geld brauchst, kann Robert dir sicher etwas leihen. Du weißt ja, dass er schon immer vernarrt in dich war. Wir haben es alle schwer, aber du hast Freunde und Familie, die sich um dich kümmern können. Bitte komm einfach zurück. Und wenn du wieder da bist, musst du dringend mal putzen. Sonst kommt bald das ganze Gebäude auf die Abrissliste. IF. Okay? Sind das neue Informationen? Sind das neue Informationen? Erstmal looten, looten, looten. Schon wieder überladen. Ich habe nämlich gerade hier alles ausgeräumt. Und dann habe ich gesehen, da gibt's was Neues. Hier. Lass doch mal was Neues sein. Nö, natürlich nicht. Ah, so ein Mist. Ja, dann, was machen wir jetzt? Was machen wir denn jetzt Schönes? Ich würde mal sagen, erstmal die Sachen verschrotten. Hallo und herzlich willkommen zum Verschrottungspaar. Zum Verschrottungspaar. Na, komm, sammel das alles auch noch ein, wenn wir sowieso schon gerade da sind. So. Zack. Boah, war schon wieder Zeug dabei, ey. Ach, die Dinger sind schon wieder so schwer. Gut, gut, gut. Das kann auch alles weg. Du, das Kreinklaue. Das braucht ja auch nun wirklich keiner. So, dann wollen wir mal schauen. Ja, ich weiß, da sind auch noch Sachen. Aber ich will hier weg. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Erstmal nach Hause. Sachen einpacken und dann mal überlegen, was könnten wir denn heute machen? Vielleicht mal mit der Bruderschaftsquest weiter. Das wäre natürlich auch noch eine gute Idee. Haben wir da überhaupt noch irgendwas offen? Die unheimlichen Höhlen war das, ne? Ja, ritterliche Buße, da steht's doch. Okay, dann machen wir die ritterliche Buße heute. Aber erstmal muss ich zu meiner Lagerkiste. Nee, ist voll. Oh, 209. Aber warum denn jetzt schon wieder? Wegen der ganzen Ich Muni, wollte ne? im Alter in einer Hütte im Wald leben. Das hier ist nah dran. Ja, das ist ja schön, ey. So, Bastelwerk mal gucken, ob wir noch ein paar Großmengen herstellen können, wenigstens. Großmengen, ja. Können wir sogar sehr schön. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz gespart. Blei eigentlich nicht. Ne? Dünger können wir noch machen. Und Federn, ach, eigentlich alles, ne? Glas. Boah, wie viel Glas haben wir denn? Davon könnte man eigentlich ein bisschen was wegschmeißen. Ich gehe zu diesem, Sir. Und? Ist voll 206. 206 dürfte aber eigentlich reichen. So, dann wollen wir mal schauen. Ritterliche Buße. Die wären hier unten. Dann würde ich sagen, gehen wir zu Nuka World. Und dann kostet das wahrscheinlich nur 4 Kronkorken? Allerhöchstens, allerhöchstens. Na? Sind wir da? Sind wir schon da? Ja, wir sind da. Jetzt müssen wir aber noch eine Sache machen, und zwar ein bisschen was trinken. Ein bisschen was essen. Dandy Boy Äpfel auch noch und das auch noch. Und? Hat das nicht gereicht mit dem Trinken? Oder hat das noch nicht gezählt, weil wir hier gerade erst angekommen sind? Nehmen wir das hier auch noch. So, jetzt aber. Ja, gut, ein bisschen hätten wir noch. Und wie viele? 4 Kronkorken. Ha, sehr gut eingeschätzt. Sehr gut. Oh, mal schauen, wo wir jetzt rauskommen. Ist das nicht ein schönes Bild? Ja. Abgeschlossen vor Deviance. Schön. Hat sich auch lange noch hingezogen. So, jetzt wollen wir aber los. Jetzt wollen wir los, ganz schnell dahin. Ob hier wieder ein Schatzsucher ist? Hört ihr es schon piepen? Nein, ich höre es nicht piepen. Voll an dem vorbeigejumpt. So, und Rainer. Cool. Voll über den hinweggeflogen. Geschwebt in meiner engesgleichen Art. Oh, da sind sie ja. Schien, der mobbelt schon wieder. Der guckt schon wieder so böse. Das erkenne ich doch von hier. Was hat sie denn jetzt zu erzählen? I'm Veteran Houston. Wir machen das wirklich, oder? Zack. Ja, machen wir. Aber sie lächelt. Und Norland?
Shin braucht unsere Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit? Ich will auch so eine coole Waffe. Boah, voll riesig. Ad Victoriam, Anwärter. Da jetzt alle da sind, gehen wir den Plan durch. Foundation hat Supermutantenangriffe gemeldet, die möglicherweise hier ihren Ursprung haben. Wir sollten herausfinden, ob das begründet ist. Und falls ja, die Gefahr ausschalten. Wir rücken Informationen vor. Melde sofort alles, was fehl am Platz wirkt. Haben wir uns verstanden? Ja, Sir! Ich bin bereit zum Aufbruch. Vielleicht sollten wir Anwärter Houston am Eingang lassen? Warte, ich muss mich erst noch breit machen. Ey, dann wird er richtig stinkig. Houston kann hier am Eingang warten. Mal gucken, was er sagt. Sei nicht respektlos gegenüber den anderen. Anwärterin Houston ist eine fähige Sanitäterin und unermüdlich. Wenn du ausblutest, wirst du froh sein, dass sie dabei ist. Wenn du ausblutest, ist ja gut. Ist dir aufgefallen? Oh. Danke, Ritter. Ich dulde keine Beleidigungen mehr. Konzentration. Oh, ist ja gut, also los! Klar. So bereit, wie es geht. Ausrücken. Ausrücken! Heftig, das war doch nett gemeint, ey, dass sie uns Rückendeckung gibt. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten, dass er dazu in der Lage ist. Guck mal, was ich kann und du nicht. Zack. Wollen wir uns mal die Sachen nebenbei anhören? Achso, hier sind ja schon Gegner. Hier ist er ja schon. Boah, vollster Platz. Krass. Kronkorken und Meierlöckfleisch. Ja, hier. Wollen wir Foto machen? Hä? Ach so, ja, ich habe die eingesammelt. Und jetzt? Was ist denn los? Hier sind ganz normale Wildtiere. Die hätten die Supermutanten bestimmt beseitigt. Da stimme ich zu. Vielleicht hatten wir eine falsche Spur zu den Supermutanten. Ah, das lässt sich jetzt noch nicht beurteilen. Wir haben ja kaum den Eingang überwunden. Ach nee, hier sind auf alle Fälle Supermutanten. Ja, können wir noch nicht beurteilen. Gut gesagt. Gehen wir weiter. Hey, wir könnten doch ein Foto machen. Die Ford Atlas Höhlenforscher, immer bereit. Konzentration, Houston. Wir haben keine Zeit für Scherze. Norland hat recht. Folge seinem Beispiel. Okay, tut mir leid. Egal. Wie egal? Ich finde, das ist voll die gute Idee, ey. Lass mal ein Foto machen. Cool, cool. Mit Schienen dabei? Okay, das kann einen kurzen Moment dauern. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwas Schönes an Kleidung mit habe. Hier, Western-Outfit nehmen wir. Western-Outfit? Western-Outfit und das Cappy dazu, ne? Ist klar. Aber dann müssen wir einmal die hier ausziehen, weil das sieht komisch aus, finde ich persönlich. Und dann nehmen wir... Ich weiß schon ganz genau, was ich nehme. Lumpen mit Kapuze? Was war das denn? Ach, das war neu. Nee, das sieht irgendwie komisch aus, aber das würde ja hierhin passen, ne? Ganz ehrlich, wir machen das hier noch dazu. So eine Einsatzkommandomaske und dazu den pinken Rucksack. Wie cool, ey, das wird das coolste Foto aller Zeiten. Ich stelle mich hier in die Mitte. Ja, hier, Foto machen. Guck mal andersrum, mal ein bisschen runter. Das sieht doch mega cool aus. So, Schien muss noch mit drauf. Der alte Mobbler, ey. Machen wir so, ne? Das sieht auch mega stark aus, ey, wie cool. Und dann nehmen wir noch, Spieler anzeigen. Oh, sogar mit Schatten, ne? Krass, cool, cool, cool. Ausdruck, ängstlich. Wütend. Was für eine Pose machen wir? Jo, es geht los. Lass mich mal schauen. Wie nehmen wir denn? Militär ist gut, genau, die ist neu. Ein bisschen dunkler, Sättigung noch ein bisschen mehr und den Kontrast auch noch ein bisschen mehr. Das sieht doch gut aus. Filter. Irgendein Filter, irgendwas cool. Ist das Dandy? Nee. Sowas. Wild. Gamma. Gamma sieht auch cool aus. Was haben wir noch? Irgendwas, was wir noch nicht benutzt haben. Voltblau. Das passt, finde ich. Und was haben wir? Was haben wir für ein Rahmen? Boah, das sieht ja cool aus. Logos, achso, dann ist das hier. Aufenthaltsort, irgendeine Mine mit dabei. Sieht ja komisch aus. Was ist das? Teapot. Harper's Ferry. Landhouse. Haben wir das nicht? Die unheimlichen Höhlen? Da, Uncanny Caverns. Nehmen wir das doch einfach.
Kannst du bitte mal nach vorne gucken? Danke sehr. Man, der muss auch immer aus der Reihe fallen, ne? Und sich dann wundern. So. Sind wir wieder schick? Wir waren auch vorher schon schick, ne? So, auf geht's. Weiter geht's. Eins. Mach mal an hier. Audio-Tour, unheimliche Höhlen, Station 1. Seien Sie gegrüßt, Abenteurer. Ich bin Dick Shale. Vielleicht kennen Sie mich noch von automatisch geführten Touren an Orten wie der Fancy Lads Fabrik und Prickett's Fort. Alles beginnt beim gewundenen Tor. Während Sie die Treppe hinabsteigen, reisen Sie in ein Millionen Jahre altes Land zurück, das perfekt erhalten ist. Da Zeitreisen ganz schön hungrig machen, stehen für Gäste, die höherwertige Touren gebucht haben, kostenlose Kisten mit Dandy Boy Äpfeln bereit. Dandy Boy Äpfel. So frisch, dass sie niemals schlecht werden. Nachdem unser Fotograf diese einmalige Erinnerung festgehalten hat, begeben sie sich über den hölzernen Weg nach unten, um mehr über die faszinierende Geschichte der weltberühmten unheimlichen Höhlen zu erfahren. Cool. Ja, ich glaube, das könnte ein längerer Part werden, wenn wir uns das alles anhören. Mal schauen, was Sheen jetzt sagt. Wo ist er denn hin? Der hört gar nicht zu, ey. Na, was ist los? Ist das denn hier richtig? Ist das hier richtig, die Richtung? Wo ist denn Nummer 2? Hier? Ist hier 2? Stellen wir uns neu. Kann das gar nicht lesen, ey. Das ist schon 3, oder? Wo ist denn 2? Sind wir an 2 vorbeigelaufen? Wo ist denn Nummer 2? Lass mich raten, 2 ist hier unten. Oh. Aua! Hartpanzermeier-Lurk. Zack! 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 Ich hab Zack gesagt! Wo ist denn Nummer 2? Lass mich raten. Hier auf der Seite. Glückwunsch, dass Sie es beim gewundenen Tor bis ganz nach unten geschafft haben. Die erquickenden Dandy Boy Äpfel ermöglichten diesen Kraftakt. Während dieser selbstgeführten Tour erleben Sie majestätische natürliche Formationen, die ein außergewöhnliches Gefühl von Ehrfurcht vermitteln. Außerdem werden Sie Geschichten über den geheimnisvollen Nightkid hören, der aus den Tiefen dieser Höhlen in die Fantasie von Millionen Menschen weltweit gesprungen ist. Begeben Sie sich nach links, um die Tour fortzusetzen. Und bleiben Sie bitte auf dem hölzernen Weg. Auf dem hölzernen Weg? Okay, wird gemacht. Sehr einladend. So, seid ihr hier fertig? Ernsthaft? Die können irgendwie gar nichts alleine, oder? Oh, na gut, okay, da sind aber auch Floater. Floater ist schon ein bisschen hart, ey. Vor allem für Houston. Wie kann ich den Houston alleine lassen? Fröhlich der Eisfloater. Ja, weil du gleich tot bist. So sieht's nämlich aus. Aber irgendwie hing der da fest. Cool, der macht einfach gar nichts. Oder jetzt macht er was. Ah nee, das war der andere, weil der explodiert ist. Und? Was erzählt er jetzt? Nee. Das ist schön, jetzt ist er ruhig. Moment, das ist schon Nummer 4. Wo war Nummer 3? 3, 3, 3. Sie befinden sich nun im Saal der Majestät, der aus 3 wunderschönen natürlichen Säulen namens König, Ritter und Knappe besteht. Ritter! Wissenswertes am Rande. Säulen bilden sich über viele Jahre hinweg durch die Verbindung von Stalagmiten und Stalaktiten. Die Königssäule ist mehr als 200.000 Jahre alt. Krass! Bei der ersten Untersuchung war der Saal der Majestät mit 2 Tonnen Abfällen und toten Nutztieren angefüllt, die Bauern aus der Gegend durch ein mittlerweile zugeschüttetes Loch geworfen hatten. Begeben Sie sich nach links, um die Tour fortzusetzen. Und werfen Sie bitte keinen Abfall weg. Nee, hat bestimmt auch gar keiner gemacht, ey. Dann mache ich immer sauber. So, was erzählt er jetzt? Scheint eine Sackgasse zu sein. Hier ist Blut. Die Mutanten haben ihre Spuren hinterlassen. Anwärter, was kannst du zu dem Ort sagen? Dass er ziemlich interessant ist.
Intelligenz 4 Plus. Diese Floater, gegen die wir gekämpft haben, waren auch Mutanten. Die halten sich oft in der Nähe von Supermutanten auf. Hier wimmelt es von Supermutanten. Wir haben sie nur noch nicht gefunden. Wir können noch nicht sagen, ob die Supermutanten schon weg sind. Keine Supermutanten. Wir hatten eine falsche Spur. Intelligenz Plus 4. Die Floater sind auch Mutanten. Wahrscheinlich sind also noch Mutanten in der Nähe. Guter Einwurf, Anwärter. Suchen wir den Raum gründlich ab. Vielleicht kommen wir irgendwo weiter. Ich übernehme die andere Seite. Gute Initiative, Norland. Ihr restlichen beiden bleibt zusammen und sucht das Gebiet ab. Lasst nichts aus. Eine effektive Erkundung kann den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. Genau. Ich gebe mein Bestes. Ich werde gründlich sein. Voll am Zittern. Die Ärmste, ey. Dann wollen wir mal gucken. Und dann machen wir Nummer 4. Vor Ihnen liegt der Eingang zum Raum von Nightkid, wo die geheimnisvolle Kreuzung aus Mensch und Fledermaus zum ersten Mal entdeckt wurde. Nightkid wurde in völliger Dunkelheit von Fledermäusen umgeben gefunden. Er war 60 cm groß, wog 8,5 Kilogramm und hatte sich von Faltern ernährt, um zu überleben. Diesen Teil der Geschichte von Appalachia und mehr erleben Sie im Rahmen der Tour Wilde Höhlen, die zu einem günstigen Preis separat gebucht werden kann. Begeben Sie sich nach rechts, um die Tour fortzusetzen. Lassen Sie bitte erst die Teilnehmer der Premium-Tour vorbei. Ich bin auch Premium! Ist das hier schon 5? Dann hören wir uns 5 auch noch ab und dann gehen wir da durch. Bevor Sie den Saal der Majestät verlassen, möchten wir, dass Sie die jahrzehntealte Tradition erleben, den Nightkid zu lauschen. Er hat seine Schaufel vergessen. Wenn man zur richtigen Tageszeit still genug ist, kann man angeblich hören, wie Nightkid durch die dunklen Winkel der Höhlendecke huscht. Und jetzt sollten alle einen kurzen Moment lang still sein. Wenn Sie sich trauen. Wenn Sie fertig sind, gehen Sie die Treppe hinunter, um die Tour fortzusetzen. Achten Sie bitte darauf, wohin Sie treten. Boah, ist das gruselig. Das wäre natürlich cool gewesen, wenn jetzt hier wirklich irgendwie was gekommen wäre. So eine All-Halloween-Streich, so eine Mini-Fledermaus oder so eine kleine Spinne, die runterkommt. So, also 1, 2, 3, 4, 5 haben wir, dann schauen wir doch mal. Hab ihn mir erschrocken. Okay, da haben sie mich gekriegt. Dann schauen wir mal, was wir hier alles haben. Alles einsammeln, irgendein Rezept, aber das haben wir schon. Kennen wir natürlich alles schon, ne? Kennen wir alles schon. So, was haben wir hier noch? Schnapsflasche und Wasser? Da ist Dynamit. Ich meine, ich vertraue dir ja, aber sollte man wohl lieber nicht anfassen. Dynamit? Nee, aber ich schon. Ich kenne mich damit aus. Finde einen Weg hindurch. Nummer 1. Wie? Wie? Finde einen Weg hindurch. Hä? Stand hier doch gerade. Ich habe doch bestimmt irgendwas eingesammelt, was wir gleich brauchen, oder nicht? Moment. Hier jetzt. Hier geht's lang. Hier. Achso, hier ist zu. Das habe ich gerade gar nicht gesehen. Sonst ist das ja auf. So, Moment. Felsrutsch. Untersuchen. Der Weg wird von herabgestürzten Steinen versperrt. Sie sehen aus, als könnte man sie mit den richtigen Werkzeugen entfernen. Aha. Und jetzt brauche ich noch wahrscheinlich so eine Zündschnur dafür, ne? Wo steht sie denn? Hier. Guckt da doch. Wo guckt da hin? Ich halte die Augen offen. Stimmt, und hier nämlich eigentlich auch, ne? Der Wand dort drüben ist ein Riss. Boah, ey, der ist bestimmt voll laut gleich wieder. So, erstmal Jengels ausgeschaltet. Riss untersuchen. Im Fels gibt es eine schmale Öffnung. Jemand ohne Rüstung könnte sich hier durchzwängen. Duschin, zieh mal deine Powerrüstung aus. Irgendwas zu melden? Ja, du bist zu dick für den Riss. Wenn wir die Steine wegräumen, sollten wir auf dem Weg weiterkommen können. In der Wand da drüben ist ein Riss. Jemand ohne Powerrüstung könnte sich durchzwängen. Da, was habe ich gesagt? Ha, was nehmen wir denn? Houston muss da bestimmt durch, wa? Verstehe. Dann schicke ich vielleicht die anderen voraus.
Ich vermute, es gibt noch mehr zu sehen. Hast du noch was gefunden? Jo! Wir sollten vorsichtig sein. Eine falsche Bewegung und wir könnten alle da drin festsitzen. Ja, aber das war alles, was ich gefunden habe. Verstanden. Mal herhören. Wir müssen so viel wie möglich schaffen. Und die Bedrohung bisher war nur minimal. Anwärter Norland und Houston, versucht euch durch die Spalte zu zwängen und berichtet, was auf der anderen Seite ist. Anwärter Norland, du gehst voraus. Bleib in Funkkontakt und zieh dich zurück, wenn du auf Gefahren triffst. Auch wenn du unbedingt der Bruderschaft dienen willst, ein guter Soldat muss seine Grenzen kennen. Ausrücken. Ich werde die Bruderschaft mit Stolz erfüllen, Sir. Wir ganz allein? Okay, verstanden. Ich meine, jawohl, Sir. Du bleibst bei mir und räumst den Felssturz weg. Ja, ich darf wieder die Drecksarbeit machen, ne? Aber auch genial, das passt wieder. Wie am Anfang von dem Part, ne? Einsturzgefahr. Okay, ich räume die Steine weg. Irgendwelche Ideen, wie wir den Weg freiräumen? Du scheinst die anderen Anwärter beschützen zu wollen. Ist es denn wirklich eine gute Idee, sie allein loszuschicken? Ja, du scheinst sie beschützen zu wollen. Das ist echt schön. Endlich geht's dir mal nicht nur um die Waffen. Als Vorgesetzter muss ich für ihre Sicherheit sorgen. Außerdem ist das Houstons erste Mission außerhalb von Fort Atlas. Ich bin verantwortlich für ihren Erfolg. Mann, jetzt ist er mir wieder richtig sympathisch. Aber er ist trotzdem Moppelkopf. So, dann räume ich die Steine weg. Aber hast du eine Idee? Ich würde nach einem Werkzeug suchen. Lieber nichts, womit man was kaputt macht. Wenn wir Glück haben, können wir die Steine sogar mit der Hand wegräumen. Ja, wir. Ist schon klar. Mach nichts Leichtsinniges. Wir müssen hier alle unbeschadet wieder raus. Okay, was nehmen wir denn? Haben wir Raketenwerfer dabei? Eine Mini-Atombombe, aber ist jetzt im Lager. So, untersuchen. Also, der Weg wird von herabgestürzten Steinen versperrt. Sie sehen aus, als könnte man sie mit den richtigen Werkzeugen entfernen. Erstens, mit den Händen durchgraben. Stärke mit der Schaufel vor allen Dingen. Glück, einen Stein entfernen und eine Dynamitladung platzieren. Das hatte Houston vorgeschlagen, ne? Wollen wir auf die hören? Nee, lieber nicht. Die kennt sich ja damit nicht so gut aus, ey. Aber wir nehmen Glück. Das war erstaunlich einfach. Jo. Position halten. Klingt, als wäre da drin Aktivität. Ja. Licht. Da ist ein Licht. Da ist ein Licht. Ja, dann komm her. Endlich. Nee, nix entkommen. Was sind das denn für Supermutanten? Ninjas. Ninja-Mutanten, wie cool! Sag mal, macht China auch irgendwas? Oh, cool! Er ist wirklich unser Ritter. Da komm schon, Tank! Tank Sheen! Boah, halten die viel aus, ey! Weil ich so weit weg bin, ne? Ist der kaputt jetzt? Ach so. Na komm schon. Na, wo ist er? Und was ist mit dem hier? So, ich dachte, man muss noch mal mit dem reden oder sowas. Eliminiere die Supermutanten. Ja, besser wär's, ne? Die sehen aber auch cool aus, ey. Aua! Ist ja gut, ist meine Aufgabe. Außerdem hättest du nicht angreifen müssen. Kann rausgeströmt. Das könnte schlecht sein. Könnte schlecht sein? Das ist schlecht. Definitiv ist das schlecht. Sprich mit Ritter Schien. Nee, erstmal Nummer 6. Vor Ihnen liegt die Halblinghöhle. Die zweite Station unserer geführten Tour Wilde Höhlen. Die Halblinghöhle, benannt aufgrund der heimeligen Größe und der malerischen Umgebung, enthält einen Teich mit derartig reinem Wasser, dass man es schmecken muss, um es zu glauben. Dass Night Kid hier so lange gedeihen konnte, lag vermutlich an der geschützten Lage, dem vorhandenen Süßwasser und den Käfern als Eiweißquelle. Begeben Sie sich nach rechts, um die Tour fortzusetzen. Wir möchten unsere Gäste daran erinnern, ja, bitte nicht ohne Premium-Ausweis. Deswegen war alles zu. Wie cool, ey. Aber Käfer gibt's ja jetzt bei uns auch zu kaufen, ne? Muss man nur aufpassen. Autsch! Stimmt, da war wieder das Fuji-Brenn. Ah, dass man keine Allergie dagegen hat. So, auf geht's, Ritter Schien! Die Mutanten müssen nach den Angriffen in die Falle geraten sein. Wenn der Durchgang sich schlängelt, könnten Norland und Houston in Schwierigkeiten sein. Ja, deswegen kann ich dich nicht unterstützen. Paladin Ramani hätte die Sicherheit der Anwärter über alles andere gestellt. Finden wir die Anwärter!
Warum ist das denn so wichtig? Es gibt noch jede Menge andere Anwärter. Was? Was war denn mit den Supermutanten, mit diesen Mutanten, super? Ha, ich kann dich nicht unterstützen. Es gibt noch jede Menge andere. Ist das gemein, ey. Komm, wir finden sie. Ich habe voreilig angenommen, dass es sicher wäre. Wir müssen alles tun, um dafür zu sorgen, dass die Anwärter nicht den Preis dafür bezahlen. Moment, da kommt eine Nachricht. Wir müssen sie finden. Ausrücken! Ausrücken! Auf geht's! Vor allem, warum sind sie denn dann nicht zurück, ey? Stimmt, in eine Falle getappt. Wie gemein! So, was gibt's hier? Loot. Ein Kaugummi, wie schön. Stimmt, man hätte ein Kaugummi essen können, ne? Wegen dem Hunger und dem Durst. Moment. Nein, wie nein? Nee, erstmal Kaugummi. Bitte? Nee, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Anwärter Norland. Hätte man was anders machen sollen? Aber er hat sie da ja durchgeschickt. Der hätte man ja eh nicht. Oh Gott, nee! Das hätte nicht sein dürfen. Nee. Norland war selbstsicher. Vielleicht zu sehr. Ja. Trotz meiner Befehle hat er vielleicht versucht zu kämpfen. Und Houston, sie hätte... Ich trage die Verantwortung. Alles in Ordnung? Norland war ein Soldat. Solche Dinge passieren. Anwärter Houston ist wahrscheinlich tot. Nee, das glaube ich nicht. Ey, die können doch nicht beide jetzt krepieren lassen. Alles in Ordnung? Ich habe mir geschworen, das nie wieder zuzulassen. Das ist nicht dein Problem, Anwärter. Du und Ramani habt mich schon abgeschrieben. Also dürfte sich deine Meinung nicht geändert haben. Aber ich bin gerade nicht wichtig. Wir müssen Anwärterin Houston finden. Wir sind alle wichtig. Ah gut, alles klar, wir gehen weiter. Wie meinst du das? Du würdest es nicht wieder zulassen. Ja, wissen wir doch. Das haben wir doch schon alles rausgefunden. Dass du so viel Mitgefühl gezeigt hast, hat mich erstaunt. Paladin Ramani hat dich richtig eingeschätzt. Hä? Ja, dann fragen wir mal, wieso denn wieder? Als wir bei der Expedition gegen die Raider kämpften, als wir Ritter Connors und so viele andere verloren, meine Entscheidungen hatten einen Anteil daran. Ich habe geschworen, nie wieder so einen Fehler zu machen. Nie wieder auf diese Weise Leute zu verlieren. Aber so viel Mitgefühl, obwohl das hat mich ja nicht wirklich erstaunt, er ist ja auch nur ein Mensch, naja, ein bisschen schon. Ich tue alles für das Wohl der Menschen. Ich will für eine sichere Gesellschaft sorgen, in der man Seite an Seite leben und arbeiten kann. Schön. Aber das nutzt nichts, wenn ich nicht die beschützen kann, die an mich glauben. Ich muss ihnen gerecht werden. Och Gottchen. Ja, man kann leider nicht alle beschützen, ne? Na, dann gehen wir mal weiter. Houston kann nicht weit sein. Such nach einer Spur. Ja... Ich darf wieder. Na gut, er muss ein bisschen trauern, ne? Er hatte mit dem ein bisschen mehr zu tun als ich. Aber trotzdem voll traurig, ey. Können wir die Leiche wenigstens dann mitnehmen und ihm ein schönes Begräbnis geben? Wahrscheinlich nicht, ne? Erstmal müssen wir Houston finden. Aber sind wir schon bei 8? War das nicht vorhin erst 6? Hier ist 7, ne? 7. Der nächste eindrucksvolle Halt bei unserer Tour ist Poseidons Passage. Benannt nach dem antiken griechischen Gott des Meeres, der Erdbeben, der Stürme und der Pferde. Der als Dreizack bekannte, eindrucksvolle Stalaktit und Stalagmit zu ihrer Linken wird sich eines Tages zu einer riesigen natürlichen Säule verbinden. Cool. Das hier natürlich in der Höhle vorkommende Wasser ist nach der jahrhundertelangen Filterung durch den Fels so rein, dass sie ein Neugeborenes darin baden könnten. Überqueren Sie die Brücke, um die Tour fortzusetzen. Aus rechtlichen Gründen raten wir den Gästen, auf dem Weg zu bleiben und sich vom Wasser fernzuhalten. Ja, also ich würde da kein Neugeborenes reintunken. Giftig vor allen Dingen. Naja gut, vorher vielleicht, jetzt nicht mehr. So, da wollen wir noch Nummer 8 anhören. Anhören und anschauen. Der dritte Halt auf unserer Premium-Tour Wilde Höhlen ist die sogenannte Sackgasse. Zur letzten Konfrontation zwischen Night Kid und den Marshals kam.
Night Kid, mittlerweile ein 2,50 Meter großes Raubtier, wurde nach einer langen Jagd durch die Höhlen von seinen Häschern in die Enge getrieben und gefasst. Er blieb ein Jahrzehnt in Gefangenschaft, bevor er unter mysteriösen Umständen befreit wurde. Danach kehrte er in die Höhlen zurück, wo er bis heute lebt. Gehen Sie nach rechts hinauf, um die Tour fortzusetzen. Und achten Sie auf die Fledermäuse. Achten Sie auf die Fledermäuse. Hier sind doch gar keine Fledermäuse. Hier sind Supermutanten. Wer ist das denn? Siedler. Die waren wohl schon zu lang hier unten. Benzinkanister. Ja, das nehmen wir hier noch alles mit. Alles mitnehmen. Oh, jedes Holz, wie schön. Ein Rezept. Gebratene Hirschhaut. Nee, das kennen wir schon. Patrone Instapüree. Oh, schön. Ein Moment, das will ich auch noch mitnehmen. Überseekoffer. Die haben sich aber hier gut eingelebt, hätte ich schon fast gesagt. Aber leider nicht überlebt. Schade, schade. Hier liegt auch noch einer. Tja. Krass, ey. Schon geil gemacht. Oh, hier haben wir ja noch was. Ein versteckter Riss. Betreten? Oder rein? Ja, wollen wir, ne? Aber ich will noch einmal schauen, ob hier jetzt noch was ist. Hier sind wir Nummer 9. Nun erreichen wir das berüchtigte Teufelsopfer. Eine enge und gefährliche Verbindung durch die Mitte der Höhle zum Saal der Majestät. Oh ja. Es heißt, dass nur diejenigen diesen engen Abschnitt unbeschadet überstehen, die ihren Tribut an den Teufel entrichten. Die Reise durch das Teufelsopfer ist nur durch Buchung der Abenteuer-Extremtour möglich. Weitere Informationen im Geschenkartikel laden. Begeben Sie sich nach links, um die letzte Station der Tour zu erreichen. Da links? Hier geht's aber gar nicht weiter. Ihr gemein, ey. Nee, hier ist Ende. Ende Gelände, dann werden wir das Ende nie erreichen. Gemein, ey, 9. Ja, dann müssen wir jetzt hier durch. Hier müssen wir jetzt durch. Betreten. Oh, wie gruselig. Und dann hier mit dem schönen Todeskopf-Skorpion. Wie ist der so schnell dahin gekommen? Was für ein Cheater, ey. Das hätte er ja schon mal vorher machen können. Dead End. Naja. Weil der Tod am Ende wartet. So sieht's nämlich aus. Jetzt kommt der ultimative Showdown. Na, na, na. Nicht so unhöflich hier. Oh, ein bisschen aufräumen. Und? Anwärterin Houston. Halt! Kein Schritt näher. Ich habe eine Falle ausgelöst. Wenn ich mich bewege... Verschwinde hier! Es darf nicht noch jemand... Meine Rüstung hält die Explosion aus. Kopf runter! Was? Nein, nicht! Was? Ist der Ton jetzt weg? Ist das euer Ernst? Y. Nee, mehr nicht. Tier schon wieder voll am Zittern. Und jetzt? Soll ich auf Überspringen machen? B geht auch nicht. A geht auch nicht. Ach, Leute! Was machen wir denn jetzt? Oh, Ritterschien, du hast dich für mich geopfert. Oder du wolltest dich für mich opfern. Ja, je nachdem. Zitter doch nicht so viel. Es ist doch alles in Ordnung. Oh, mein Ritter. Was mache ich denn jetzt? Geht nix. Alles kaputt. Ich könnte höchstens nochmal neu starten. Oh Mann, ey. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst, oder? X. Geht nicht. A. Ich drück mal alles durch. Auf die Karte können wir auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir hier abbrechen. Och, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Aber wir können uns hier noch ein bisschen umschauen. Was gibt's denn hier Schönes? Schönes vor allen Dingen. Boah, da ist auch noch eine Höhle. Cool. Das sieht schon
Sieht schon cool aus. Ja, das tut mir jetzt leid. Dann muss ich das Spiel beenden und nochmal neu starten. Ich kann jetzt hier leider nichts machen. Nein, nicht. Nein, ich will auch nicht ausmachen, aber funktioniert ja leider nicht. Also, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.